Wunderschönen guten Tag zusammen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 50 Fragen zu Hallo. Heute mit Sebastian, Hallo. Peter und Jonathan und wir danken Norman, denn heute gibt es 50 Fragen zum Straßenverkehr. Danken wir Norman. Ja, Norman hat eine Anmerkung dagelassen. Norman hat geschrieben, wenn ihr halbwegs ordentlich Auto fahren könnt, sind die Fragen dann sehr gut, streiche ich mal, machbar. Also ich sag mal, halbwegs, also du verstehst das Stoppschild. Was muss man beim Stoppschild machen? Es gibt ganz normale Fragen zum Buzzern und auch wieder Schätzfragen, wie immer. 4 Punkte bei einer richtigen Antwort und eine für alle anderen, wenn es denn falsch sein sollte. Bin peinlich heute, glaube ich. Also lustig für die Zuschauer. Gehen wir mal mit Frage 1. Wie heißt das Regelbuch, in dem die Peter? Straßenverkehrsordnung, STVO. STVO. Das ist richtig. Habe ich noch nie gesehen. Oh, fällt gerade auf. Okay, ja, guck mal. Frage 2. In Paragraph 1, Absatz 1 der STVO heißt es, die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und Sepp? Rücksicht. Dann lass ich so zählen. Gegenseitige Rücksichtnahme. Rücksicht ist wichtig. Das hätte ich nicht gewusst. Das hätte ich auch nicht gewusst, aber ich dachte mir so, ich hätte Wachsamkeit gemacht. Teilsamkeit? Wachsamkeit. Rücksicht. Man muss nicht immer drauf bestehen. Dritte Frage ist eine Schätzfrage. Wie viele Paragraphen umfasst die Straßenverkehrsordnung? Boah. Hinweis. Gibt es zu einem Paragraphen einen zusätzlichen Paragraphen, zum Beispiel 7 und 7a, wird es nur als ein Paragraph gezählt? Mhm. Die 10 Gebote umfassen ja auch 10 Sachen, ne? Also. Wäre ja sonst die 11 Gebote. Ja. Er braucht so einen Straßenverkehrsbums ja auch nicht, oder? Das heißt nicht Straßenverkehrsbums. Doch. Habe ich schon festgestellt bei Frage 1, STVO. Ich bin Peter und ich bin auch dabei. Ich habe auch STVB. Wir haben 3 Antworten. Peter sagt 89, Jonathan 42 und Sebastian geht mal wieder von dem guten alten Deutschland aus, denn es sind 225 Paragraphen. Auch fair, kann alles sein. Es kann alles sein, aber die STVO umfasst 53 Paragraphen. Die Antwort auf alles. Belastend. Yes. Deswegen gehen 4 Punkte an Jonathan. Ja, stark. Alle 4 Punkte, wir sind alle gleich doof. Schlau. Schlau. Jede Antwort bislang richtig beantwortet. Ihr habt doch die Frage beantwortet, also. Ja, jede Frage, boah, Alter, geht halt in den Straßenverkehrsbums doch. Mein Gott. Frage 4. Die ist wieder zum Buzzern. Welche Insel hat mit Paragraph 5 Kreisverkehr? Kreisverkehr ist falsch. Schade. Jay? Es gibt ja so eine. Rügen! Rügen? Rügen ist falsch. Ich gehe wieder frei. Nee, okay, hä? Das macht ja gar keinen Sinn, wenn ich Flensburg sage. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ist keine Insel. Ich sage Verkehrsinsel innerhalb von einer verkehrsberuhigten Zone. Ah, das ist vollkommen falsch. Ah, okay, pass auf. Also, welche Insel hat mit Paragraph 50 einen eigenen Abschnitt in der STVO, in dem festgelegt ist, dass Verkehr mit Kraftfahrzeugen und das Radfahren Ist das nicht sogar Sylt? Sylt ist es nicht, ich gebe wieder frei. Was hast du sonst noch gesagt, die andere? Und das Radfahren verboten ist. Was? Ist das nicht verboten? Kraftfahrzeuge und Radfahren ist verboten. Verkehr verboten. Nichts mit Rädern. Ja, gut, dass wir, also Kreisverkehr Inseln in Deutschland sind immer noch für mich ein Mysterium. Ja, für mich auch, Alter. Was also absolutes Mysterium. Darfst du nicht mal drauf Fahrrad fahren? Was ist denn das für eine komische Kriegsinsel? Fehmarn. Ich weiß, damit kommt der halbe Holländer überhaupt nicht klar, dass man da nicht Fahrrad fahren darf. Fehmarn. Also, Fehmarn ist es nicht. Jetzt habe ich alles gegeben. Okay, dann also nehme ich die mal raus. Na gut, komm, Norderney. Nee. Ach, komm, ey. Und Sylt ist bei mir halt also auch Ende. Also ist in der Nordsee auf jeden Fall. Ja. Bisschen weiter draußen. Ach so, weiter draußen. Dann ist draußen. Der Norderney sogar nicht falsch. Also ich gehe mal wieder die Frage zurück. In 5, 4, 3, 2, 1, geschlossen.
Helgoland. Scheiße. Warum drückt denn keiner Huse durch? Ja, weil ich weiß, dass du mich versuchst zu verführen, du Teufel. Oh, schön. Naja. Hätte ich aber Helgoland? Auch. Helgoland? Ja, genau, Helgoland. In Helgoland darfst du kein Fahrrad fahren, Peter. Im Legoland darfst du kein Fahrrad fahren. Das ist der Anti-Niederländer-Ort. Ja, das war doch schon mal eine Scheißrunde. Frage 5. Bevor wir losfahren, brauchen wir erstmal einen Führerschein. Ne? Mhm. Ja, okay. Welche Klasse hat man in der Regel? Alter, keine Jeder. Ahnung, Mann. Ich sag B. Ja. Richtig. Fuhren gesehen. Wenn man einen normalen PKW-Führerschein macht. Und B plus ist mit Führer, mit Anhänger, oder? B1. B1? Ja, B plus gibt es, glaube ich, nicht. Ich habe keine Ahnung. Wie heißt ich. B plus? Frage 6. Fahrzeuge bis zu welchem maximal... 2,5 Tonnen. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Ich mach keinen Spaß mit euch. Hätte aber auch 7,5... Nee, das wäre dann... Nee, 3,5 Tonner darfst du noch fahren. Bin ich jetzt hier in der Theorieprüfung oder was ist hier los? Nee, ist noch nicht mal Theorie. So weit sind wir noch gar nicht. So weit muss ich doch nicht als PKW-Fahrer. Ja, das musst du in der Theorieprüfung wissen. Ja, weiß ich. Ja, Alter, das wusste ich dann einmal für Bulimie lernen. Ja gut, aber das musst du ja jetzt auch noch so ein bisschen wissen, weil wenn du für einen Umzug irgendwer dir, weiß ich nicht, mehr als 3,5 Tonner an die Backe labert, darfst du den halt nicht mehr fahren. Dann bestelle ich mir ein Umzugsunternehmen. Siehste. Frage 7. Aber ihr Snobben. Ja, da bin ich mal gespannt, denn jetzt kommen wir zur Theorieprüfung. Oh, jetzt sitzt du. Wie viele Fragen werden denn bei der Theorieprüfung gestellt? Ja, stand 20. Welcher? 20 ist falsch. Stand welcher? 21 fehlt. Welcher Stand, weiß ich nicht, warte mal. Er durfte es. 30. 30 ist richtig. Das war irgendwas. Es sind halt zwei Fragebögen, glaube ich mal, gewesen. Das kommt auf den Führerschein halt wirklich an, aber ich glaube ja mein Auto B. Ja, da hätte ich jetzt auch gesagt, aber. Ja, keine Ahnung, whatever. Die nächste ist auch für PKW, denke ich mal, denn ich durfte da mehr haben. Wie viele Fehlerpunkte darf man denn haben? Peter. Ich glaube 10. Maximal darf man 10 Fehlerpunkte haben. Ja, hatte ich auch immer in unseren Videos. Hey, 17 Punkte aktuell für Sebastian, Peter für 19, Jay 6. Und wir kommen zur Frage Nummer 9. Nenne eine der beiden Organisationen, bei denen man die Prüfung absolvieren kann. Ach. Jay. PÜV? Ja. Oder DEKRA. Alter, keine Ahnung. Ja, du gehst ja immer zum TÜV. Das ist alles beim TÜV. Weißt du, damals nicht zum bei TÜV. Dein Vergaser sollte mal wirklich zum TÜV. Bei der praktischen Prüfung riecht. Sind wir auch auf dem Weg zum TÜV gewesen. Und an der Kreuzung vom TÜV bin ich dann eine Spur weiter rechts reingefahren. Dann sind wir wieder zurückgefahren. Da waren dann 150 Euro weg. Ja, sie hätten gerade einen Motorradfahrer töten können. Auch überdramatisiert, diese Fahrt. Ja, immer. Ne? Also da war halt auch keine Sau, aber naja. Beim ersten Mal lassen die dich gerne durchfallen. Und wissen die, okay, mein Job ist gesichert, der kommt auch nochmal wieder. Ja. Ja, eine Unterstellung. Das ist jetzt eine Ausrede, die selbst sich geholt hat, weil er durchgefallen ist in der praktischen. So, pass auf, Frage 10, ja. Die gilt auch für Mercedes-Fahrer. Wie hoch ist die gängige Höchstgeschwindigkeit innerhalb Sepp? 50. Ja. Geschlossene Ortschaften. Das ist doch belastend, wie gut du das predictest, Alter. Nee, das innerhalb hat er noch gemacht, als er gedrückt hat. Nein, das stimmt nicht. Christian hat direkt aufgehört. Safe. Das war halt so überlappend. Ja. Frage 11. Welchen Blick sollte man beim Ab... Schulterblick. Ach, ich war nicht vorbereitet. Nicht vergessen. Man könnte auch den Blick in den Spiegel gelten lassen, steht hier, aber... Mach sogar beides, einfach um sicher zu gehen, weil Fahrradfahrer oder Fußgänger wegmachen ist immer schlecht. Frage 12. Ab welcher Standzeit gilt ein Halten als Parken? Oh. Scheiße. Jay. 5 Minuten, glaube ich, war das. Nee, 5 Minuten sind es nicht. Ist ja scheiße. Waren es 3 Minuten? Es waren 3 Minuten. Yes! Oh, nice. Ja, früher war das nur 5. Ja. Das kann ich dir nicht mal sagen. Vielleicht waren das früher 5. Mittlerweile gibt es so viel weniger Parkplätze, dass die auf 3 Minuten runterkürzen mussten oder so. Könnte sein. 13. Wie groß muss der Abstand beim Parken zu einer Kreuzung sein? Oh. Uff, das ist jetzt echt Theoriewissen. In Berlin oder woanders? Was hast du gesagt?
Wie groß muss der Abstand beim Parken zu einer Kreuzung sein? In Berlin, wie wird denn in Berlin gemessen? 5 Rattenlängen oder? Ey, da hat die Polizei was Besseres zu erledigen, als irgendwelche Falschparker zu bestrafen. Ich hab werden Leute erschossen. Bei mir ist letztens, das macht als ich hier rumgefahren bin, stand die Polizei neben mir an der Ampel und ein Fahrradfahrer ist über Rot gefahren und die haben, das hat die dicken Scheiß interessiert. Ja, weil die gerade auf dem Weg zum Feierabend waren. Ich Fahrradfahrer keine Ahnung, sind sowieso stehen über dem Gesetz. Okay, ich hab keine Ahnung. Niemand, dann nehme ich raus. Ich bin auch 2-1 geschlossen. Es sind 5 Meter. Ah, fuck it, ich hätte drücken sollen. Ja. Vielleicht drückst du ja bei Frage 14. Ne? Ja, da möchte ich wissen, wie der Abstand beim Parken zu einer Bushaltestelle sein muss. Peter. Dann sage ich mal 7,5. 7,5 ist falsch. Keine Ahnung. Ich parke immer auf der Bushaltestelle selber. Das finde ich aber auch krass. Also der Abstand zu einer Bushaltestelle. Haben die nicht sowieso schon immer diesen weißen Streifen, der zeigt, da darfst du nicht parken und dahinter parken die sowieso? Ja, dachte ich auch. Wo beginnt die Bushaltestelle und wo genau. Hört sie auf? Zählt dieser Streifen schon zur Bushaltestelle oder reden wir nur von dem Häuschen? Ansonsten nehmen wir da auch dies raus in 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Peter hatte die Hälfte. Es sind 15 Meter. What? Krass. Ja. Niemand hat Platz, 15 Meter Platz zu lassen. Also. Na, ohne Scheiß, Alter. Die haben Glück, wenn die wirklich nicht direkt auf der Ecke stehen, wo der anfängt. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Frage 15. Die muss ich checken. Bin ich auch gespannt. Nee, alles cool. Frage 15. Welchen Seitenabstand muss ein Autofahrer beim Sepp? 1,5 Meter. Ja. Zum Fahrradfahrer? Zum Fahrradfahrer. Beim Überholen eines Radfahrers mindestens einhalten. 1,5 Meter innerorts. Da haben wir uns letztens noch drüber aufgeregt. Ja. War das in irgendeinem React, wo wir alle meinten, das passten die. Genau. War bei den Rennradfahrern, die immer mitten auf der Straße fahren, immer, die überhole ich von rechts. Ja, das halb über den Bürgersteig. Ich hatte 2 Meter im Kopf, aber 2 Meter sind es außerorts. Ah. Und das ist ja 2020 angepasst worden. War das früher weniger? Ja, möchte ich kaum nicht mehr gewesen sein. Einfach immer Abstand halten. So, in Köln ist das eine Armlänge Abstand. Ja, ist 1,5 Meter, ne? Ja. Meine größte Angst, wenn ich an Fahrradfahrern vorbeifahre, ist, die fallen hin und ich fahre denen über den Kopf oder so. Manche ältere Leute, die deswegen fahren ja auch schon mit 5 Meter. km/h und sind am Wackeln und fahren die ganze Zeit so eine 8. Da habe ich auch immer Angst. Das ist wild. Frage 16. Wie heißt das Gerät, das im Auto Videoaufnahmen des... Sepp? Alter. Das ist eine Dashcam. Das ist eine Dashcam. Ich letztens noch eingebaut. Die Aufnahmen des Verkehrsgeschehens macht. Wir kommen zu Frage 17. Auf welchen Buchstaben muss man bei einem Automatikgetriebe den Hebel... Jay? D. Bitte nochmal. D. D wie Dora. Ja, auch nicht direkt verstanden, leider. Den Hebel stellen, um nach vorne zu fahren. Also rückwärts fahren wäre jetzt irgendwie abgefahren gewesen. Das wäre ein schöner Trick gewesen, wenn es nicht nach vorne fahren gewesen wäre. Mhm. Ja, man hat mal einfach gehofft, ne? Frage 18. In welchem Rhythmus findet die Hauptuntersuchung statt? 2 Jahre. Alle wenn 2 mein Jahre Auto mir das sagt. Ja, ich muss wieder bald. Mit aber bist du nicht, Auto ist halt echt. Bist du nicht jedes Jahr in der Inspektion? Ja, ja Service. Machen die den Quatsch Jahr. Normalerweise einfach. Ist bei einem E-Auto das problematischer, TÜV zu kriegen? Nee. Wenn das neu ist? Nee, achso, da hast du keine sagen. Abgasuntersuchung, weil du keine Abgase machst. Ha. Ja, okay. Macht irgendwie Sinn. Frage 19. Wo liegt die Promillegrenze? Alter, bei was? 0. Das ist falsch. Das ist doch 0,3, oder? 0,3 ist falsch. Ich gehe wieder frei. Heißt doch 0,5, oder? Das ist 0,5, ja klar, beim Autofahren. Keine Ahnung, Alter. Wo liegt die Promillegrenze? Ach nee, das war für Fahranfänger, war das 0, ne? Fuck. 0,5 Promille. So, und bei Frage 20, wo liegt denn die Promillegrenze beim Fahrradfahren? Jay. 0,5. Ich hätte es auch gesagt. Nee, smart, aber. Was? Ich habe auch drüber nachgedacht, 0,5 zu sagen. Weil ist smart. Das nicht der gleiche Führerschein, der dir entzogen wird? Ja. Der Fahrradführerschein?
Nee, die können dir auch dein Auto fahren. Ja, komm, let's go, ein Promille. Ein Promille ist falsch. Sind nämlich 0,7. 0,7 ist auch falsch. Da hätten wir eine Schätzfrage draus machen können. 0,8. 0,8 ist falsch. 0,0. Nein. Aber Autofahren darfst du mit 0,5. Ja, hätte ja sein können, dass das irgendwie so was Crazyes ist. Ja, das ist was Crazyes. Ich hab auch drüber nachgedacht dazu. Peter. Ich hab keine Ahnung. Ansonsten nehmen wir die raus. 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Ich dachte gerade, weißt du, die Dorfkinder, die hier sitzen, die wüssten, dass das 1,6 Promille sind. Natürlich. Aber das ist aber nicht mehr so, meine ich. Da fahr ich doch auf der Autobahn. Also, bisher ist das alle recht korrekt gewesen. Ich kann gerne mal schnell gucken. Gibt es Promillegrenzen für Radfahrer? Ja. Ist ein Radfahrer mit 1,6 Promille oder mehr unterwegs, dann ist er absolut fahruntüchtig. Oder war das E-Scooter, die als Fahrzeug gelten und dann auch 0,5 haben? Das kann sein, oder die müssen ja theoretisch auch auf der Straße fahren, oder? Mich würde mal interessieren, wie viel denn 1,6 Promille, also wie viele, keine Ahnung, Bier oder was auch immer das sind. Ja gut, das ist ja bei jedem unterschiedlich. Ja, okay. Ich meine, zwei Bier sind 0,6. Leute, ich hab da ein Video im Kopf. Keine Ahnung. Wir gucken alle, wer als erstes. Nee, das lassen wir lieber. Wer als erstes 1 Promille hat oder so, perfekt. Alter, das klingt am spannenden. Nee, 1 Promille schätzen. Also, dass du so viel. Du darfst trinken, wie viel du möchtest, und du musst nachher, wenn du pustest, 1,0 haben. Boah, das ist auch ein geiles Ding. Sorry, ja, was denn, du drei Flaschen halt Bier trinkst und dir denkst, Alter, das klingt als 1,0. Bam. Jetzt kannst du noch. Ja, dann würde ich lieber 2-0 machen, damit das wenigstens ein lustiges Video gibt. 2-0 ist aber schon sehr hart. Ist schon. Uff. Also dann machst du auch im Zweifel schon mal einen Abgang. So, Frage 21. Aha. Wie viele Elemente sind auf dem Verkehrszeichen für verkehrsberuhigte Zone abgebildet? Definiere Element. Ein geometrisches Symbol? Ja, also wenn eine Figur, eine Person quasi aus mehreren Symbolen besteht, ist das dann mehrere oder eins? Nee, also pass auf, wenn eine Figur aus zwei Teilen besteht, dann ist das ja trotzdem eine Person. Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ich habe das so vor Augen, ich habe so eine Idee, aber das drücke ich nicht. Aber es ist ja, Peter drückt. Ich sag 4. Oh, das hätte ich auch gesagt. 4 ist falsch. Also, sehr gut. Du hast gedacht, da ist ein Häuschen und drei Männchen. Nee. Oh. Ah, das hätte ich ganz gedacht. Ganz anders. Peter, die Zebrastreifen gezählt. Da, wo du eigentlich, also zumindest wenn du einen Schaltwagen hast, einfach alle Füße von sämtlichen Pedalen wegnehmen kannst. Außer vielleicht von der Bremse, aber. Scheiße, haben wir doch hier um die Ecke. Gucke ich ständig an und denke mir so, ihr Ficker, ihr fahrt alle viel zu schnell. Ich aber auch. Komm, ihr Ficker, dann sage ich 5. 5 ist falsch. Ich gebe wieder frei. 3. 3 ist falsch. 6. Mehr. Du bist so ein scheiß Absnacker, Junge. Ja, ich hab 3 gemacht, Peter. Wir haben können. Ja, wo hab ich auch? Wir hätten doch mal mehr 6. drücken können. Wir haben das Häuschen. Wir haben dann so eine kleine Straße da dran. Oder weißt du, Straße oder Bordstein? Ein Ball. Ein Jung. Ja, ein Jung. Oder das ist ein Kind. Und ein Hund, oder? Nee, ein Kind. Dann einen Erwachsenen. Und ein Auto. Ah, ein Auto. 6. Sag ich, ein Hund. Ja. Mit 2 Rädern. Wir haben das Ampelmännchen hier bei uns auf der Ampel. Wir sind in Berlin. Bei uns haben wir so eine stationäre Ampel aktuell, weil wir eine Baustelle haben. Und da ist das Ampelmännchen aus Berlin drauf. Ja, mega. Ja, guck mal. Super. Das ist schön. Mein Beileid. Frage 22. Aktuell haben wir Sepp vorne mit 46 Punkten, aber Jay und Peter sind punktgleich. Alles noch drin, wir haben noch genug Fragen. Und bei Frage 22 hätte ich gerne gewusst, welche Farben hat das Vorfahrtsschild, das Sepp? Rot und gelb und weiß. Ja. Hat nicht noch eine schwarze Umrundung? Er hat sich nochmal schnell korrigiert. Das einem Vorfahrt gewährt. Ja, ich dachte mir, aber okay. Ist das nicht weiß-schwarz-gelb? Nein, wo ist denn das schwarz? Nee, schwarz. Schwarz ist um das, zwischen dem Weiß und dem Gelb, dass das quasi eine Kontur hat. Nee, das ist, glaube ich, nicht die Farbe, Jonathan, das ist, sondern einfach der. Jonathan. Ja, aber das ist ja dann eine Farbe. Ach, deine Mutter ist auch eine Farbe. Nein, komm!
Wenn weiß als Farbe zählt, müsste der Schwanz auch zählen. Ich hatte gedacht, da wäre keine Kontur zwischen Gelb und Weiß. Das kann ja auch sein, vielleicht ist das Jonathan, ja auch so. Das, was in der Antwort steht, das zählt. Das stimmt. Das, was in der Antwort steht, zählt. Ich wollte nur kurz abkürzen hier. Also die falsche Antwort zählt, okay. Genau. Gib mir Jonathan einen Punkt, denn er hat recht. Aha. Wow. Es ist schwarz drin. Es ist schwarz drin. Ja, aber in den Länderflaggen Kontur, ist auch Kontur nie drin als Farbe. Doch? Nein. Also du kannst definitiv schwarz erkennen. Gib dir einen Punkt. Okay. Also Sepp hat halt Punkte bekommen, weil Gelb und Weiß ist gesucht. Frage 23. Vorfahrtsrechtlich. Über dem Schild steht die Ampel. Aber was steht noch über der Ampel? Jay. Ein Stoppschild oder was? Nee. Also, ne, so, wenn du an der Kreuzung bist, dann hast du eine Ampel. Ja, Sepp? Ich sag mal sowas wie Rettungswagen und Polizei und sowas. Ach so! Das Blaulicht. So. Nee, das ist doch nicht. Moment, gemeint. Also Moment, pass auf, was du kommst an eine Kreuzung, ja, und die Ampel ist ausgefallen. Dann hast du ja Schilder, die das regeln. Ja. Wenn die Ampel funktioniert, gilt ja logischerweise die Ampel über die Schildern. Ja. Aber es gibt noch was, selbst wenn die Ampel an nein! ist, Jay. Ein Polizist. Natürlich. Der das regelt. Die Polizei. Ich dachte nicht. Ach so, der Polizist, der Polizist, okay, ich verstehe, der den Verkehr regelt. Ich verstehe. Du hast was anderes gemeint. Frage 24. Gibt es kein Schild und keine Ampel, dann gilt. Ach cool. Ja. Rechts vor links. Rechts vor links. First come, first serve. Holy moly, ey. Frage 25. Wie heißt das rot-weiße Kreuz, das einen Bahnübergang signal... Sepp. Nee, Martinshorn ist das nicht. Martinshorn das Jallahorn. Jallahorn, nee, das ist nicht das Jallahorn, Jay. Das Andreaskreuz. Ja, das ist das Andi-Kreuz. Wieso heißt denn das eigentlich so? Weiß das jemand? Nicht ja, nachgucken. Vom heiligen Andreas. Das hatten wir schon mal. War das nicht auch mit diesen Hubschraubern? Okay, egal, keiner weiß es. Egal, weiter. Oh, Frage 26. Welches Tier ist im Verkehrszeichen für Weltwechsel? Ein Reh. Was? Ach, Wildwechsel. Ich hab Weltwechsel verstanden. Hä? Wildwechsel. Bin ich jetzt im Mars? Hirsch oder Reh? Das zählt beides. Der Anhalter durch die Galaxis. Welche Farbe hat der obere Querstrich im Verkehrszeichen Sackgasse? Rot. Ja. Rot. Der ist rot. Ich überleg so gerade, was das Sackgassenschild war. Ah! Ich dachte ja, gerade, ja, hey, das ist ja, ein schwarzes ja, Tee, dann ist ja, das ja, doch ja, schwarz. Ja, ja. Okay. Ja. Jetzt habe ich, jetzt weiß ich wieder, was das Sackgassenschild war. Gerade auf dem Schlauch. Frage 28. Buchstabiere Stopp auf dem Verkehrszeichen Stopp, Jay. What the fuck? In Deutschland? Ja. S-T-O-P. Das ist richtig. Ich jetzt auch trivial. In welchem Land wäre das denn anders? Weiß ich nicht. Aber ich wollte nur mal fragen, ob da irgendwie einen Unterschied gibt, wo ich meckern gewartet. Kann. Manche scheinen das mit 2p zu... Echt? Eine Frage. Ja, weil das ist alte Rechtschreibung, oder was? Ja, aber schreibt man Stopp nicht auch mit 2p? Ja, man schreibt Stopp. Also... What? Laut Duden schreibst du Stopp mit ja, 2p. In Englisch ist es... Also in international ist es Stopp. Aber... Schreibst du im Deutschen Stopp mit 2p? Also ja. Vielleicht... Der ist ja nicht Stopp, sondern Stopp. Es ist schon 2p, Peter. Das ergibt Sinn. Das heißt ja Box. Vielleicht Stopp. Kannst du ja auch nach der neuen wieder beides Boxen schreiben. Stopp. Auf jeden Fall auf dem Schild steht es mit einem p. Ich glaube, das war so die Falle, die dabei war. Weißt du? Wenn du es ja. Boxen Stopp nennst, dann kannst du es mit einem p schreiben. Wenn es Boxen Stopp heißt, dann muss es mit 2p. Schön. Frage 29. Wie sieht es denn aktuell aus? Sepp 55, Peter und Jay kommen mit 45 und 41 ein bisschen näher ran. Frage 29. Was bedeutet das Verkehrszeichen, bei dem 5 schwarze Linien diagonal auf einem weißen Kreis zu sehen sind? Was? 5 schwarze Linien diagonal auf einem weißen Kreis. Eta. Freie Fahrt für freie Bürger? Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben?
Wusste ich doch. Ach, das sind fünf. Grau. Oh lol, okay. Ja. Aufhebung sämtlicher Strecken. Das Problem bei dieser Fragestellung ist, sich erstmal den Scheiß vorzustellen. Ja. Ich dachte halt, Zebrastreifen? Nee, der geht nicht schräg. Aufhebung sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote. Also, natürlich kennt Peter das am besten von uns. Das ist mein Lieblingsschild. Frage 30. Ihr kennt ja die schwarz-weißen Leitpfosten am Straßenrand. 50 Meter. 50 Meter ist nicht gesucht. Schade. Die auf der Vorderseite einen vertikalen Strich haben. Was haben sie auf... Zwei Kreise. Ja, oder Punkte. Bitte, was? Was haben sie auf der Rückseite? Auf der Damit Rückseite. Du mal weißt, wo du fährst. Wenn du die Punkte siehst... Und diesen Dreck links neben dir, dann fährst du auf die falsche Seite. Krass. Schon einige umgetreten. Wenn du so lost bist, dass du da so auf der linken Spur fährst, dann achtet man, glaube ich, auch nicht auf die Punkte. Aber die sind auch, glaube ich, dann auch so, damit du die Fahrbahn noch so erkennen kannst. Ja, die reflektieren halt extra. Kommen wir mal zu einer Motorsportfrage. In der Formel 1 bedeutet eine rote Flagge Rennabbruch. Aber was signalisiert sie im Straßenverkehr? Was? Eine rote Flagge? Ja. Ich habe noch nie eine rote Flagge gesehen. Alter, wenn die Polizei neben dir fährt und erstmal die rote Flagge raushält. Oh, doch, das ist ja, wenn du hinten aus dem Kofferraum halt diesen Abstand hast, dann hast du so eine, also wenn da was rausragt oder sowas, ab einer gewissen Länge hast du dieses rote Fähnchen da dran. Man könnte auch das überstehende so ein, Ladung dazu ja, sagen. Ja, absolut genau richtig. Das. Nice. Da ich hab gerade so wirklich gedacht, Fähnchen da steht einer an der Seite ich mit auch. Der roten Flagge. So, hä? Ich dachte auch, die Polizei schmeckt eine Flagge. So, yeah. So what the fuck? Rennabbruch. Ich darf nicht mehr weiterfahren. Rennabbruch mögen die in Köln, machen die dann häufiger. Da stehen gute die immer mit Frage. So einer roten Flagge. Das war wirklich eine gute Frage. Ja, schön. Frage 32. Und ab welchem Überstehwert muss die angebracht werden? Ja, Scheiße. Boah. Da kann ich jetzt nur raten. Ich sag einfach mal einen Meter. Über die Rücklichter nach hinten hinaus, ja. Nice. Als ob. Einfach mal rund. Das war ein Meterchen. Ja, ich hab auf meinen Tisch gehauen. Ja, dann passiert das schon mal. Als ob. Warte mal. Hey, das kann mir klar, gar nicht klappt. Das ist doch bei mir auch immer. Ja, aber sagen, das hab ich noch nie gehabt. 50 Male gewesen. Warum funktioniert das nicht? Okay, bei mir funktioniert das nicht mehr, wenn ich auf den Tisch schaue. Ich hab nicht mal gehauen, also es war so ein leichtes Tätscheln, also. Ich dachte, das würde funktionieren. Ah, das hat jetzt ein bisschen weh. Den leicht gestreichelt. Ja. Aber ich muss sagen, ihr seid sehr gut, ich bin sehr weit hinten. Krass. 23 Punkte habe ich nur. Peter 46, Jay 54, Sepp 59. Lüpp doch. Also, Frage 33. Ist vielleicht auch, naja. Ab einer Geschwindigkeitsübertretung von wie viel km/h pro Stunde? 20. 20 ist falsch. Fuck. Bekommt man einen Punkt? Wo? Innerhalb oder außerhalb? 21. 21. Fuck you, ey. Aber. Das ist wichtig, der eine Kammer. Ja, aber es ist 20,1 quasi. Also ab 20, alles größer 20. Nee, ab 21. Ab 21. 20,6. Da kann ich beim Tempomat ja immer einen mehr einstellen. Mega. Ja, auch du in 0,1 Schritten bei deinem Kia gehen kannst. Ja, aber geblitzt wirst du ja nicht mit 20,8, sondern mit 20 oder 21. Ja, das stimmt. Und dann fängt ja noch die Anpassung. Schätzfrage. Wie hoch ist das aktuelle Bußgeld Stand 1. Dezember 2022 bei einem Geschwindigkeitsverstoß von 21 km/h innerorts? Innerorts? Oh, innerorts. Shit. 20? Wenn du statt 50 einfach mal mit 71 durch die Gegend knallst. Boah, ich hoffe hoch. Shit, ich. JP Performance kann da leider nicht mitreden. Ach, da gibt es ganz viele. Ich habe schon so viele Taxifahrer erlebt, die einfach so durch die Gegend eiern. Taxifahrer. Hat die Aufnahme beendet? Ich hoffe nicht. Beim Eingaben habe ich gefettfingert. Jetzt habe ich, glaube ich, F11 gedrückt. Nee, F12. Backspace. Bei den F-Tasten. Backspace, damit ich meine 42 lösche. Peter, ja. Jonathan schreibt doch mal mit der Handfläche. Boah, das ist teuer, glaube ich. Jonathan hat wenig. Das kostet so viel.
Wir rechnen in Euro, ja? Wir rechnen in Deutschland in Euro, ja. Bitcoin. Ach, einfach sogar so. So, wir haben drei Antworten. Er ist eh nicht mehr so viel wert. Das ist voll scheiße für Tarkov. Peter, 250 Euro. Jay sagt 180 Euro und Sepp ist bei 120 Euro. Wir sind nicht ganz so teuer wie bei Peter. Also, ist schon nicht so teuer. 21 km innerorts kosten dich 143,50 Euro. Damit ist Sebastian mit 23 Euro entfernt und halbst sich vier Pünktchen ein. Scheiße. Ja, lohnt sich doch. Ob das so billig ist, ey. Ich find's auch irgendwie nicht so teuer dafür. Wie lange halt gilt das eigentlich? Gilt das dann für das ganze Dorf? Wie? Ja, darf ich ja, dann das ganz durch das ganze Dorf 70 fahren? Wait, du meinst. Für jeden Blitzer. Nee, du wirst geblitzt doch damit. Also, ja, ich weiß aber gar nicht, wie kann das kann ich sagen, hey, ich wurde da vorne geblitzt und dann habe ich doch schon. Ja, aber hätte nicht der Blitzer. Also, zahlt. Dann könnte man argumentieren, dass der erste Blitzer schon ein Grund für dich hätte sein können, zu sagen, Mensch, ich sollte mal langsamer fahren. Also, ich habe halt die Verkehrsschilder nicht gesehen. Ich würde sagen, Sebastian, da könnte man mal ein gutes Video von dir rausmachen. Da kannst du mal den Herrn Solmecke draus fragen. Ich weiß nicht, wie fit der im Verkehrsrecht ist. Ja. Aber ich würde also wenn ich einmal in Köln über die Deutzer Brücke fahre. Ja, mit mehreren Blitzern. Genau. Da sind drei Blitzer hintereinander. Ich glaube, da hat er mal versucht, was anzufechten. Ja, aber das war nur ein Blitzer. Einfach nur ein Blitzer. Aber wie kann man das nicht im Straßenverkehrsbums nachlesen? Ich weiß nicht, ob man da so gute Karten hat, zu sagen, Mensch, ich wurde ja schon mal geblitzt, dann kann ich auch weiterballern. Ja, aber ich habe das halt nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass halt 50 war. Ja, und bin dann halt weitergefahren, 70, weil ich dachte, das wäre 70. Kannst du ja mal dann recherchieren, Sepp. Können die Leute in den Kommentaren. Mach mal, hoffentlich hast du doch mal, try it doch mal. Nehmen wir mal zu Frage 35. Bei wie vielen Punkten wird die Fahrerlaubnis entzogen? Oh, keine Ahnung, das haben die irgendwann geändert. Ja, das haben die geändert. Ich habe noch nicht einen Punkt in meinem Leben gehabt. Jeder. 15. 15 Punkte nehmen. Das ist, glaube ich, viel. Das war früher, Peter. Das war früher. Jeder. 10. 10 ist falsch. Scheiße, dann weiß ich nicht. Ich weiß es halt so gar nicht. Aber dann irgendwie die 7 im Hinterkopf, deswegen drücke ich mal für die 7. Nee, drück, also gerade. Die 7 sind nicht. Naja. Einen gönne ich noch. Ja. 9. 9 ist falsch. Ach, verdammt. Ich habe so überhaupt gar keine Ahnung. Dann nehme ich die 8. Ach, danke. 7, 9, oh Gott. Ja, ab 8 Punkten. Ich wollte gerade fast sagen. Wir haben noch ein paar Fragen. Denn gibt ja auch noch andere Sachen, wo dir der Lappen entzogen wird. Frage 36. Im Sündenregister gibt es für einen Verstoß 1, 2 oder 3 Punkte. Jetzt schön. Für was gibt es in Flensburg 3 Punkte auf das Konto? Boah. Alkohol am Steuer. Nee, dann kriegst du Führerscheinentzug. Oder? Nee. Ich? Rote Ampel überfahren. Vorfahrt nehmen. Nee. Handy am Steuer. Was, da bezahlst du 50 Euro, das ist gut. Keine Ahnung. Oder haben die fänd ich angebracht. Fände ich auch angebracht. Handy am Steuer gibt keine 3 Punkte. Schade. Was gibt denn dann 3 Punkte? Es sind so Sachen, die so schlimm sind, dass die wahrscheinlich dir den Gehalt darf aber nicht so schlimm, halt. Darf aber nicht so schlimm sein. 3 Punkte ist schon hart. Komm, pass auf. 41 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften über dem Standard. Über 100. Was? Ab 141 bei 100. Außerhalb. Ja. Da habe ich, meine ich, 3 Punkte für bekommen. Da habe ich, meine ich, 3 Punkte bekommen, weil ich. Aber ich, damals, oder? Bei 3 Punkten kriegst du. Ja, gut. Bei 3 Punkten kriegst du den Führerschein entzogen, glaube ich. Also, wenn. Tempo und 3 Punkte. Wenn du in einem 3 Punkte hast. Ich habe den Führerschein entzogen bekommen, schon zweimal. Ich hab nicht einen Punkt. Ja. Nee. Shit. Ja, das ist verwirrend. Okay, wie viele Kinder muss ich dafür anfahren? 3? Jedes Kind einen Punkt?
Ist das? Keine Ahnung, was 3 Punkte gibt. Ich weiß es nicht. Also ich würde die auch skippen. Ich glaube, das ist... Ja, ich nehme die mal raus. 3, 2, 1 geschlossen, weil wenn man das nicht weiß, 3 Punkte gibt es nämlich für eine Straftat, aufgrund derer die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Also fahren ohne Führerschein. ADAC. Also tatsächlich ist das so der exakte Wortlaut dann auch. Und du weißt dann meine Antwort nicht eine richtige potenziell? Du weißt halt eine Straftat? Naja, wenn ich habe den Führerschein entzogen bekommen für 41 über 100. Ja, aber das heißt ja nicht, dass zu schnell fahren eine Straftat ist. Die Straftat wäre dann für mich, du hast keinen Führerschein genau. und fährst danach trotzdem. Genau. Das ist eine Straftat. Ja. Okay. Geil, dann kriegst du 3 Punkte für, du hast eh keinen Führerschein, hast auch kein Guthabenkonto. Nice. Ist okay. Gehen wir mal wieder zu den einfacheren Dingen, die sehr genau einzuordnen sind. Frage 37. Ab einer Sichtweite von wie vielen Metern darf man die Nebelschlussleuchte einschalten? 50. Lass ich zählen. 50 Meter und drunter. Ah. Ja, okay. Weil, also aber bei manchen ja Leuten habe ich das Gefühl, weil es regnet und dann, oh, muss ich Nebelschlussleuchter machen. Ja, ist ja logisch. Aber nur bis, eigentlich ist es bis 50. Ja. Aber das ist nicht immer so. Guck mal, 74 für Sepp, 68 für Jay, Peter 51. Wir kommen zu Frage 38. Wie verhält man sich, oh mein Gott. Wie verhält man sich, wenn man einen Bus überholen möchte, der an einer Haltestelle fährt? Sepp? Links blinken und Schrittgeschwindigkeit dran vorbei. Ja, das ist Quatsch. Das lasse ich so zählen. Schrittgeschwindigkeit, du musst an Schrittgeschwindigkeit an dem Bus vorbei, weil da Kinder aussteigen. Ein Bus überholen möchte, der an einer Haltestelle fährt und die Warnblinkanlage anmacht. In Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren und einen Abstand halten, sodass Fahrgäste nicht gefährdet werden. Also du musst nicht anhalten. Also du kannst doch niemals auf einer Straße in keine Ahnung, Berlin Schrittgeschwindigkeit fahren. Da musst du aber. Ansonsten ist die Alternative anhalten. Da stehen so ein paar Sachen in der StVO drin, die in Berlin nicht passieren. Also bei uns in einer Großstadt, in irgendeiner größeren Straße. Also zum Beispiel, Rudolfplatz da langfahre oder sowas, da ist doch auch eine Bushaltestelle. Wenn ich daran vorbeifahre, dann fahre ich doch nicht mit Schrittgeschwindigkeit, während die anderen hinter mir rumbrettern. Hä? Ja, aber Jonathan, die Alternative ist, so wie das mal bei uns in Twisting in der Heimat passiert ist, als wir noch zur Schule gegangen sind, da gibt es eine Bushaltestelle außerhalb von Twisting. Da ist ein Mädchen ausgestiegen, die ist direkt vor dem Bus halt rüber über die Straße und wurde platt gefahren, weil da einer halt mit 100 ankam. Also und du durftest da theoretisch 100 fahren. Bei uns sind viele Straßen zweispurig, da geht's ja eh. Aber ich wusste nicht, dass da Schrittgeschwindigkeit drinsteht, weil wie gesagt, das ist halt bei... Ich habe schon in der Fahrprüfung, in der theoretischen Fahrprüfung, habe ich schon gedacht, macht keine Sau. Aber das ist halt die Regel. Ja, weil das ist theoretisch ist das sinnvoll, um halt bei Kindern, die darauf nicht achten, Rücksicht zu nehmen. Aber ja. Normalerweise gehst du ja davon aus, die Leute, die aussteigen, könnten über die Straße laufen, weil der Bus ja die Straße blockiert. Das heißt, die gucken nach rechts und da ist frei und dann gehst du rüber. Naja. Naja. Übrigens, ne, für die Leute, die in die USA fahren, solltet ihr da einen Schulbus sehen, der die Warnblinkanlage anhat. Informiert euch mal bitte, denn es ist in vielen Teilen gesetzeswidrig, überhaupt dran vorbeizufahren. Ja. Deshalb haben die auch so ein Stoppschild, was ausklappt, wenn die anhalten. Ja, aber manchmal auch nicht. Da haben die auch einfach nur die Warnblinkanlage an. Obacht, da sind die ein bisschen hinterher. Obacht. Aber nicht hier. 40. Wie verhält man sich bei einem grünen Blechpfeil an einer roten Ampel? Du darfst dort abbiegen. Ja, das sagt der Pfeil. Wie verhält man sich da? Du kannst, wenn du dann da abbiegen möchtest, da abbiegen und die rote Ampel ignorieren. Mhm. Wie machst du das? Also, wenn da... Ach so, ich muss natürlich trotzdem noch gucken, dass der andere Gegenverkehr ich da nicht reinbretter. Also trotzdem noch rechts vor links beachten. Ja, da fehlt mir was. Deswegen ist falsch schon. Was fehlt? Christian wird nicht fehlen, Blinker setzen. Christian wird irgendwas klar, Schulterblick vermissen. So.
Kupplung treten. Ja. Ich dachte, die Antwort wäre trivialer, weil eigentlich ist es ja nicht. Da fehlt ein wesentlicher Teil tatsächlich. Hä? Was könnte das sein? Also ja, du darfst abbiegen, das sagt dir der Pfeil. Aber wie verhält man sich da, wenn du abbiegen willst? Ah, okay, ich muss natürlich auch auf die, also das, was ich gerade gesagt habe, plus ich muss auch auf die Fußgänger und Radfahrer achten, weil die haben natürlich auch grün. Ja, das ist aber nicht das, was mir fehlt. Fuck you. Hallo? Können wir bitte nett sein zu uns? Auf wen soll ich denn noch achten? Auf den Papst? Ja, da fehlt doch irgendwann vielleicht anders. Geht nicht darum, auf was du achten sollst. Da darfst du ruhig fahren. Also da musst du auch drauf achten, klar. Der Papst kommt. Aber sonst nehmen wir das mal raus in 5, 4. Also auf Fußgänger achten heißt für mich natürlich auch, ich muss da langsam mich rantasten, ne? Nee, aber was du gar nicht gesagt hast, ist, du musst auch anhalten. Also du kannst nicht in einem durchfahren. Du musst anhalten. Aha, okay. Das wusste ich noch nicht. Das wusste ich auch noch nicht. Also ich hätte gedacht, also langsam rantasten, ja, so wie ein Vorfahrtsgewehrenschild. Aber scheinbar ist es wie ein Stoppschild. Aber es ist wie ein Stoppschild, okay. Die in den USA muss auch anhalten. Interesting. Glaube ich. 41 ist eine Schätzfrage. Wie viele Bundesautobahnen gibt es in Deutschland? Ach du Scheiße. Die A1 und die A2. Die B9, die ist ungefähr die überall in NRW. Die B9 ist keine Autobahn. Hast du nicht Bundesstraßen gesagt? Bundesautobahn. Ach so, Entschuldigung, ich habe Bundesstraßen vergessen. Nee, nicht Bundesstraße. Scheiße, die springen ja irgendwann. Ja, das stimmt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es gibt ja, halt die 555 hier. Aber es gibt nicht die 240 oder so, die springen manchmal einfach so random. Ja, vor allen Dingen sind die manchmal, da hast du irgendwie die, wird dann, die endet und irgendwie 80 Kilometer weiter wird die fortgesetzt. Boah, wie viele gibt es? Das muss ich noch mal kurz überlegen. Also hier in Köln gibt es die 555. Ja. Bei Jay gibt es noch 180 Die 560 Euro. Und so. Ja, ja. Ja, alles gut. Wie viele Bundesautobahnen haben wir denn? Scheiße, wirklich schwer. Das. Oh mein Gott. Ah ne, das ist nur die eine. Weil ansonsten könnte ich dir nämlich sagen, das gesamte Autobahnnetz ist mit über 13.000 Kilometern das viertlängste Autobahnnetz der Welt. Krass. Nach China, USA und Spanien. What? What? Spanien? Ja, das Autobahnsystem in Spanien hat 17.000 Kilometer. Wie viel haben wir? 13.100. 13. China hat 160.000. Na gut, ist auch ein bisschen größer. Okay, wir haben drei Antworten. 62 sagt Peter, 359 sagt Jonathan, Sebastian ist bei 101 und wir sind bei 119. Ja. Autobahn. Ich hätte 99 auch falsch gehabt. Ja. Ich hätte nämlich fast gedacht, ich nehme eine der nächsten Fragen hinweg. Aber Frage 42 ist wissbar. Welche ist nämlich die längste Autobahn in Deutschland? Peter. Ich sag die A1. Nein. A3. Nein. Was? Jay. Nicht die A9? Nein. Ja, die A3 ist doch insane lang. Ja, aber es gibt eine, die ist insane länger, Peter. Die A7. Von Flensburg nach. Ach, dann ist die A7 bis nach München unten. Bis nach München. Ja, 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 genau. Da wäre die A9. Ja. Scheiße. Es musste eine unter 10 sein und ungerade. Ah, fuck. Das ist die A7. Sonst noch die und A2 gesagt. Ja, krass. Ist zur A7. Ja, wie lange ist die denn? A2 ist ja nur von links nach rechts. Die fahre ich ja immer nach Hause. Die ist maximal 600 Kilometer. Ja. Schätzfrage: Wie lange ist die A7? Oh. In Kilometern. Ah, Peter, die 600 Kilometer, okay. Ein bisschen weniger. Die bestand auch zwischendurch mal aus mehreren Stücken und da ist viel dran gebaut worden. Komm. Einmal, ne? Keine Ahnung. Ja, wobei? Ja, doch. Ja, wobei? Ja, doch. Ach, guck mal. Die Autovia A7 ist natürlich wieder länger.
Die Spanier, weißt du? Müssen wir mal einen draufsetzen. Was ist los mit denen? Ja, weiß ich auch nicht. Peter sagt, die sind 901 Kilometer lang. Bei Jay ist die 865 und bei Sebastian 782. Und sie ist 963 Kilometer lang. Yes. Das ist lang. 4 Pünktchen für Peter. Na, die ist lang. Frage 44. Was raten Verkehrsexperten entgegen der Straßenverkehrsordnung, wenn man es nicht geschafft hat, bis zum Ende des Beschleunigungsstreifen, Peter? Trotzdem nicht auf den Fahrstreifen zu wechseln, sondern an der Seite weiterzufahren und zu beschleunigen, bis man frei hat, ohne den weiteren Verkehr zu belästigen. Alles genau, denn die Straßenverkehrsordnung sagt, du musst am Ende anhalten, weil auf einem Beschleunigungsstreifen ziemlich daneben ist. Du sollst am Standstreifen, wenn möglich, weiterfahren. Würde das bedeuten, dass die Verkehrsexperten raten, wenn Stau ist und meine rechte Fahrbahn ja dann quasi, also ne, da, wo ich halt draufbiegen will, halt blockiert ist, weil da ganz viele Laster in einer Reihe stehen, dass ich einfach mit 100 rechts dran vorbeifahre, bis der Stau vorbei ist? Genau. Nein, das würde ich damit sagen. Ich glaube, das ist bei freier Strecke nur. Das ist, wenn dein Auto nicht geschafft hat, auf, sagen wir mal, 50, 60, 70, 80 km/h zu kommen, wenn die Auffahrt, es gibt ja sehr kurze Auffahrten, oder vielleicht ist ja auch gerade so voll, aber die fahren noch. Also wenn ganz blöd ein LKW kommt oder so, dann ergibt das halt viel mehr Sinn, an dem vorbei das noch rechts zu fahren, anstatt halt voll in die Eisen zu gehen. Genau. Also ich muss mit Jays Worten zu sagen, Jay, da sehe ich dich in einem Video. Na, ich hätte das gerne genauer beantwortet gehabt von Peter. Dass ich fand es halt ohne, sehr genau. Ohne Stau hätte er noch sagen müssen. Ja. Also die Antwort ist sogar einfach auf Standstreifen weiterfahren. Ja, hier ist ja alles einfacher. Wir werden ja auch Farben rausgenommen aus den Antworten. Das ist ja schwarz, ist ja keine Farbe. Hast du auch selber gesagt, weiß, 45. Weiß aber auch nicht. Ja, das... Ja! 45. Wie hoch ist die Mindestgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen? Peter. 60. 60 ist falsch. Ist das nicht 80? 80 ist falsch. Ah. Die Mindestgeschwindigkeit. Ja, ja. Die 50. Mindest... 50, nee. Alter, wenn einer mit 50 am rechten Fahrsch... Ist das hier wieder Trick 17? 61? Nein. Habe ich auch kurz drüber. Wie gedacht. Hoch ist die Mindestgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen? 90. Nein. 70. Nein. Jay, die LKW fahren doch teilweise nur 80. Ja. Das ist richtig. Und du darfst mit kleinem Roller, mit großem Roller darfst du auch auf die Autobahn. Teilweise fahren die auch nur 60, je nachdem, ob das ein Schwertransporter oder so ist. Aber Peter, es könnte wirklich sein, dass 59 oder 61 oder 62 dann so ein Rummel ist. 61 sind auf jeden Fall nicht. Ich probiere jetzt noch. Na, probiere ich noch einen. Mann, ja, Peter, du musst ja rankommen. Ja, ist richtig. Ich habe gerade richtig Punkte gemacht. Naja, ich glaube, das ist auch falsch. Also ich glaube, das ist dann so ein... Ach, Peter. Eine Trickkiste. Sonst schließe ich in 3. Pass auf, 30. 2, 1, geschlossen. Es gibt keine. Läuft. Wow. Okay, das hätte ich nicht gesagt. Die Mindestgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen gibt es nicht. Es gibt nur die Vorgabe, dass das Fahrzeug 60 km/h fahren können muss. Ansonsten gilt das Gesetz, dass der Verkehrsfluss nicht unnötig behindert. Ich war mir auch so sicher mit den 60. So eine Scheiße. Ich hätte es auch mit 60, glaube ich, gesagt. Das war eine Trickfrage. Was anderes gemeint. Schade. Gemein, gemein. Frage 46. Aktuell hat Sepp 88 Punkte, Jay 76 und Peter 71. Wo wird bei einer dreispurigen Straße die Rettungsgasse gebildet? Ach, was? Zwischen der mittleren und der linken Spur. Ja. Ist er eigentlich so smart? Kannst du nicht eher auf den Standstreifen ausweichen? Gibt weil ich meine, ja, wenn Standstreifen. Also ich kann ja links, auf der linken Spur kann ich ja immer nur relativ wenig nach links fahren, weil ja dann die Leitplanke ist und geht eigentlich, da ist ja dann auch noch so einen leichten Grünstreifen. Ja, aber dann muss ja dann halt auch ein Feuerwehrwagen im Zweifel durchpassen. Das meine ich nicht halt, ne? Überall also die Möglichkeit, da einen Standstreifen zu haben. Normalerweise. Und rechts hast du meistens die LKWs, die breiter sind und die Autos, die links fahren, die sind halt schmaler und. Das Problem ist auch, was machst du, wenn du am Standstreifen gerade einer steht, der eine Panne hat oder so und du kommst da angeballert? Dann musst du ja wieder links rüber durch die stehenden Autos. Ja. Schwierig.
Frage 47. Wie hoch ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit, wenn man mit Schneeketten unterwegs ist? Ach du Scheiße. Was? Ich habe einmal in meinem Leben selber Schneeketten aufgezogen. Es hat eine Stunde gedauert. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, ich habe gar keine Schneeketten. So was gibt es bei uns halt hier nicht. Mein Papa hat das mal gemacht im Urlaub. Und da hat er festgestellt, die sind zu groß. Und da mussten wir unten im Tal übernachten. Damit wir am nächsten Tag Schneeketten kaufen können. Bei mir war das in Tschechien im Wald. Ach du Schande. Mega. Ja. Klingt auch cool. Dann nehme ich wieder raus. Ja, ich habe keine Ahnung, wirklich. Kann ich mal tippen. 3, 2, 1, geschlossen. 50. Hm. 50 darfst du fahren mit Schneeketten. Hätte man natürlich auch gambeln können. Bei 50. Ja, hätte ich aber nicht. Aber hätte natürlich auch wieder einfach 53 sein passiert. Können. Ja, Peter, Frage 48. Wie hoch ist die Mindestprofiltiefe eines Reifens? Ja, keine Ahnung, Alter. 1,5 mm. 1,5 mm ist falsch. Das ist ja dann Slicks, Alter. Bei 1,5 mm, oder? Jetzt am Ende. Nee, das sind doch keine Slicks. Also, da sehe ich... Nein, das sind ja dann fast Slicks. 0,5? Ja. Nee. 0,5 wäre ein bisschen krass. Ach nee, kann man ja gar nicht messen, Dulli. Also kann man das nicht messen? Von dem, also, mit den Millimeter diesen Dingern, Mann. Die man so hat. Ja, dann muss es ja eine volle Phase. Ah, fuck off, 1 Millimeter. Nein. Ich werde nicht drücken, Feder. Ich weiß es aber auch nicht. Das ich ist meine Chance. Das ist halt nur raten. Ich weiß es nicht. Also ich würde ja sagen, Peter, 3,5. Ja, nee, schnell das drücken. Ist zu viel. Der ADAC hat eine andere Meinung, aber vorgeschrieben, sage ich mal, nehme ich raus in 5, 4, 3, 2, 1, geschlossen. Das waren 1,6 Millimeter. Diese, so ich war mir mit 1,5 so sicher. Das war so knapp. Der ADAC empfiehlt übrigens bei Sommerreifen eine Profiltiefe von mindestens 3 und bei Winterreifen eine von 4. Winterreifen brauchen auf Schnee und Eis eine noch bessere Haftung. Bei 4 mm erneuern. Krass, bei 4 schon? Ja, braucht man in der Stadt nicht. So ein Quatsch. Au. Okay, wir kommen zur vorletzten Frage. 88 zu 79 zu 78. Oh, ihr dürft jetzt Sachen aufschreiben. Warte mal, wie haben wir das denn immer gemacht? Oh, Gottes Willen. Wir haben da verschiedene Varianten. Entweder gibt jede richtige Sache einen Punkt oder... Ja, da wir 4 Dinge aufschreiben, würde ich sagen, gibt jede richtige Sache einen Punkt. Oh, Peter, deine Chance. Fuck my life. Nenne 4 Dinge, die ein ordnungsgemäßer Verbandskasten enthalten sollte. Oh, das wurde upgedatet. Ja, das wurde upgedatet. Ich weiß aber nicht, ob das Upgedatete drin ist. Also, das sind, ich ja, sag doch. Mal so, da sind mehr als 4 Sachen drin. Ja, ja. Frage etwas offener, da es keine definitive Liste gibt. Okay. Ja, jetzt, weil Jay hat da einen Vorteil, er weiß, wie der ganze Scheiß heißt. Ja, er weiß ja, was du meinst. Okay, ich weiß beim ersten nicht, was du meinst. Kannst du die Frage nochmal sagen, bitte? Nenne 4 Dinge, die ein ordnungsgemäßer Verbandskasten enthalten sollte. Ist da nicht mehr das Gleiche drin? Okay, jetzt muss ich mir nur eine Sache aus den Fingern saugen. Die Frage wird nicht mehr kommen, aber... Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mal, wo ich meinen Verbandskasten habe. Ich wollte sagen, also wo ich den habe, weiß ich, aber... Das weiß ich nicht mal. Scheiße. Ich musste letztens einen neuen kaufen, weil ich habe sehr lange nicht da drauf geguckt, muss ich zugestehen, achtet der TÜV aber noch schon drauf, oder? Achtet der TÜV da drauf? Weiß ich gar nicht, ob... Also der TÜV nicht, die Polizei, die achtet die dann, da drauf. Meistens kommen die dann und sagen, holen Sie mal einen neuen. Aber also keine Ahnung, was noch, ja. Oh, warte mal. Nee. Was könnte man denn da noch drin haben? In einem Verbandskasten. Ah. So. Ich
Also wir mussten da ja irgendwo mal reingeschaut haben. Also wir haben drei Leute, die eingeloggt haben. Wir beginnen mal bei Sebastian, würde ich sagen. Sebastian hat rausgehauen, Mullbinden, Mullbinden, würde ich schon sagen. Wärmedecke hat, da habe ich verrutscht. Pflaster, ja, nehmen wir auch. Maske, da ist Sepp ja, aber sehr aktuell, muss man sagen. Denn zum 1. Januar 2023 gab es die Änderung, da muss eine Maske rein. Da würde mich jetzt aber auch interessieren, da mein alter Kasten ja keiner hat, muss ich jetzt einen neuen kaufen? Nee, du kannst einen dabei legen. Vor allem halt auch zum jetzigen Zeitpunkt erstmal einen neuen kaufen. Keiner trägt mehr Maske. Also das sind schon mal drei Sachen für Sebastian. Und die vierte ist ein Klebeband. Da bin ich mir ehrlich gesagt unsicher. Ist das nicht hier dieses Tape, was, womit du dann die Mullbinden halt auch zukleben kannst? Ja, gehört das dann nicht dazu? Ja. So, also quasi zum Verbandszeug, ob man jetzt das... Ja, dann nehmen wir das mit dabei. Dann hast du 1, 2, 3, 4. So, kommen wir mal zu den anderen. Bei Jay hatte ich schon einen gespoilert. Der hat Mullbinden. Das ist schon mal einer. Dann hast du eine Wärmedecke. Das ist natürlich richtig. Auch eine Wärmedecke oder welche Form es da auch immer von gibt. Ja, dieses silberne, goldene Teil. Ja, weiß gar nicht, ob die so heißt, aber dieses... Noch einer. Druckpflaster, ja, Pflaster, jegliche Form, nehmen wir auch. Und eine Schere. Peter. Nice. Peter hat die aufgeholt, nice. Peter hat eine Maske, die ist auf jeden Fall ab jetzt drin. Peter hat eine Schere, die ist auch drin. Peter hat Bandagen, ist auch drin. Und dann hat Peter noch Jod aufgeschrieben und Jod ist da, glaube ich, nicht drin. Nee, das verfällt zu schnell. Jodtabletten für den nuklearen Anschlag oder was? Ja, aber vielleicht eher Jod, um das auf die Wunde zu machen. Nee, aber verstehe ich. Ich glaube, du darfst die nicht so verarzten. Also mit Zeug. Ich weiß gar nicht, ob man das dürfte. Versaust du dir ganz schnell die Klamotten mit. Damit kommen wir zur letzten Frage. 92 Punkte für Jay. Nee, du machst gar nicht. Peter kann immer noch 83 für Jay, 81 ich drück für mal Peter. Nicht hier. Also die letzte Frage. Wie lautet die Antwort auf die erste Frage, machen wir heute Alter, nicht. Ja, okay. Sondern, boah, das ist aber ein krasser, da habe ich schon fast gedacht, drückt einer. Ja, okay. Sondern wir fragen, welches Verfahren wird umgangssprachlich als Idiotentest bezeichnet? Jay, das musst du wissen, das hast du doch gemacht, oder nicht? Nein, ich habe keinen Idiotentest gemacht. Ach so. Moment, was heißt denn Verfahren? Willst du jetzt einen Begriff haben, oder was? Wie heißt das? Keine Ahnung, wie das heißt. Das heißt ja nicht offiziell Idiotentest. Ich weiß, wie das heißt. Fuck it, ey. Soll ich es einfach sagen und der drückt? Nein. Okay. Die Kurzform reicht mir auch. MPU ist das. Medizinisch. Das ist die MPU. Psychische Untersuchung. Psychologische Scheiße. Untersuchung, ja. Hat er noch nie gehört. Das ist die MPU. Sehr richtig. Damit gewinnt Sepp völlig zu Recht heute mit 96 Punkten. Die 50 Fragen zum Straßenverkehr vor Jonathan und Peter. Aber ich fand, ihr habt sehr ordentlich geantwortet. Ich hätte gedacht, das schlimmer läuft hier heute. Also, aber es gab auch nicht diese konstruierten Fälle. Guck mal, da vorne ist ein Bus, rechts ist ein Kind und links noch ein Stoppschild. Aber das geht ja teilweise, wenn du siehst, geht das ja noch, weil das kannst du einfach aus dem Straßenverkehr übernehmen. Schlimmer finde ich halt, wenn irgendwelche Sachen berechnet werden, die du halt mittlerweile nicht mehr brauchst. Von irgendwelchen Zusatz- oder Gewichten von LKWs. Aber wir können ja mal das Fragebögen-Quiz machen oder sowas. Das wird richtig unangenehm, glaube ich. Aber dann will ich die Bilder auch sehen. Ja, ja, logisch. Die Bilder haben wir ja schon gemacht. Das war schon unangenehm genug. Die Videos findet ihr bei unserem Kanal. Die haben wir schon Videos davon gemacht. Ja, ich erinnere mich. Das war nicht so toll. Das war's mit 50 Fragen für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.